Das Faultier Flora lernt Verstecken. Hast du schon mal ein Faultier gesehen? Es hängt an seinem Baum und döst in den Tag hinein. Aber sind Faultiere wirklich faul? Das Faultier Flora war jedenfalls alles andere als faul. Flora war fleißig. Sie machte ihre Hausaufgaben an dem gleichen Tag, an dem sie erteilt bekam, und in der Schule war sie aufmerksam. Flora brachte sich in den Unterricht mehr ein als andere Tiere, die mit ihr in die Klasse gingen, die Kapuzineraffen, die Nasenbären und die Gürteltiere. Wäre da nicht ein klitzekleines Problem gewesen? Flora war langsam. Wenn Flora in der Schule etwas sagen wollte, streckte sie ihre Hand nach oben. Es dauerte eine Minute, bis sie ihren Arm ausgestreckt hatte. Unterdessen nahm die Lehrerin Frau Honigmund einen anderen Schüler dran. Es dauerte einfach zu lange. Falls Frau Honigmund Flora doch bemerkt hatte, öffnete Flora ihren Mund. Eine weitere Minute verging. Ihre Mitschüler stöhnten vor Ungeduld. Das kleine Faultiermädchen antwortete auf die Frage: Wie heißt der Baum, auf dem ein Faultier lebt? Er heißt Ameisenbaum. Flora wusste, dass die Antwort richtig war. Der Ameisenbaum. Und diesmal hatte sie sich auch beim Sprechen extra beeilt. Das fand sie zumindest. Doch die anderen Kinder lachten sie aus. Die Kapuzineräffchen warfen Papierkügeln in ihren Mund. Die Nasenbären grunzten vor Freude und die zwei Gürteltiere in der vordersten Reihe kringelten sich vor Lachen zusammen. Flora fühlte, wie ihre Augen feucht wurden. Sie bewegte ihre Hand zum Auge, um die Träne abzuwischen, die da herunterrollte, aber es war zu spät. Noch bevor ihre Hand am Kopf ankam, tropfte das Fell unter ihren Augen. Flora hörte das Lachen der Klasse. Sie hätte sich am liebsten in Luft aufgelöst. Am Abend hing Flora zwischen den Blättern ihres Lieblingsastes und weinte. Hier sah sie niemand. Niemand lachte. Hier war sie geschützt. Ihre Mama, Felicia, krabbelte neben sie. Flora kuschelte sich in ihr Fell und schluchzte: Mama, findest du, ich bin zu langsam? Mama Felicia sah ihre Tochter an. Was meinst du mit langsam, Liebling? Naja, wenn ich in der Schule etwas sagen will und mich melde, es dauert zu lange, bis ich spreche, bis die Lehrerin mich versteht. Flora, wer sagt, dass es zu lange dauert? Keiner, aber die anderen lachen. Sie sind schneller als ich. Mein Liebling, tröstete Felicia ihr Junges, wir sind beide Faultiere. Papa ist auch ein Faultier und auf den Bäumen nebenan leben viele weitere Faultiere. Wir bewegen uns alle sehr langsam. Das ist normal. Du meinst, es ist nicht schlimm, langsam zu sein? Nein, im Gegenteil, es ist von Vorteil.
Jedes Tier ist anders und bewegt sich anders. Für die anderen Tiere ist das merkwürdig, aber für uns ist es normal, langsam zu sein und äußerst nützlich. Nützlich? Wollte Flora wissen. Ja, wir sind langsam und sparen so Energie. Außerdem sind wir leise. So schützen wir uns vor unseren Feinden. Flora, so wie du bist, bist du genau richtig. Jetzt ist Schlafenszeit, mein Liebes. Flora, die Mutter gab Flora einen Kuss auf die Stirn. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht, Mama. In der Nacht schlief Flora unruhig. Sie träumte von Affen. Die Affen kreischten. Nein, sie schrien. Die Sonne kitzelte Flora am nächsten Morgen aus dem Schlaf. Sie blinzelte und sah durch die Blätter zum Boden. Der Postnasenbär Promulus steckte gerade die Zeitung in den Briefkasten. Mama Felicia krabbelte nach unten, holte sie und krabbelte wieder langsam nach oben. Wieder oben angekommen, schlug sie die Zeitung auf. Sie las und murmelte, genauso leise, dass es Flora nicht hören konnte. Jaguar überfällt Affenbaum. 4 Kapuzineraffen verschwunden. Um Himmels Willen. Flora fragte nach. Mama, was steht in der Zeitung? Nicht so wichtig, mein Liebes. Mama Felicia rückte näher an ihre Tochter heran. Das machte sie immer, wenn sie ihr etwas Wichtiges zu sagen hatte. Flora, ich hatte dir doch vergangene Woche vom Jaguar erzählt. Der Jaguar ist ein schreckliches Monster. Er ist gefährlich. Ja, du hast gesagt, wenn er kommt, soll ich im Ast hängen bleiben und mich nicht bewegen. Genau, sehr gut zugehört, Flora. Ich möchte dir erzählen, was in der Zeitung stand. Gestern Nacht war der Jaguar bei den Affen. Das ist nicht weit von uns, Flora, da drüben auf den anderen Bäumen. Die Affen, die da wohnen, flitzen auf den Bäumen herum. Sie bewegen sich schnell und sind dadurch auch laut. Wir Faultiere dagegen sind langsam und dadurch auch leise. Für die Affen ist die Nacht nicht gut ausgegangen. Wir, Flora, haben Glück gehabt. Der Jaguar hat uns nicht bemerkt. Wir haben uns getarnt. Getarnt? Wollte Flora wissen. Genau, getarnt. Wir haben Verstecken gespielt. Flora lächelte. Verstecken gespielt. Das klingt schöner als getarnt. Ja, begann Mama Felicia zu erklären. Getarnt, sagen wir, wenn wir Tiere uns der Umgebung
anpassen. In unserem Fell wachsen Grünalgen. Sie färben unser Fell und so sehen wir fast aus wie ein Baumstamm. Der Jaguar hat uns übersehen, nicht bemerkt. Du meinst, Mama, der Jaguar hat uns nicht bemerkt, weil wir wie ein Baum aussehen? Genau, Flora. Super. Du lernst schnell. Wir haben uns kaum bewegt. Und wenn, dann nur ganz langsam. Flora fragte nach. Dann ist es gut, dass wir langsam sind, Mama? So ist es, Flora. Jedes Verhalten ist nützlich. Auch, dass wir langsam sind. Es kommt nur auf die Situation drauf an. Von diesem Tag an lächelte Flora, wenn sie in der Schule eine Antwort gab. Von diesem Tag an war es für sie okay, langsam zu sein. Sie konnte sich nicht erklären, weshalb, aber von diesem Tag an lachte sie keiner mehr aus. Flora wusste, es war okay und gut, dass sie langsam war. Es kam nur auf die Situation drauf an. Ja, jedes Verhalten ist nützlich und gut. Es kommt nur auf die Situation drauf an. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat und ihr mehr Tiergeschichten rund um das positive Denken hören möchtet, dann empfehle ich euch das Hörbuch Die Reisen des Kuhkönigs, die Suche nach dem Glück. Darin geht es um Kilian, den kleinen Kuhkönig, und seine Mutter, welche sich auf ein Abenteuer begibt und viel für das Leben lernt. Ihr erhaltet das Hörbuch auf meiner Webseite www.kuhkönig.de im Webshop und könnt euch das Hörbuch gesamt als MP3 auf euer Smartphone oder euren PC herunterladen und damit jederzeit und überall anhören. Als Teilnehmer dieser Lesung erhaltet ihr noch bis morgen um 18 Uhr das Hörbuch für nur 5,95 statt normalerweise 9,95. Also gleich auf die Webseite gehen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und das Hörbuch herunterladen und jederzeit und überall die Tiergeschichten rund um das positive Denken mit Kilian, dem kleinen Kuhkönig, genießen. Wenn euch diese Lesung gefallen hat, dann liked sehr gern dieses Video. Das hilft mir sehr beim Wachsen des YouTube-Kanals. Und wenn ihr mehr über das positive Denken, die Tiergeschichten und die Hörproben erfahren möchtet, dann abonniert sehr gern meinen Kanal. Einfach auf Abonnieren oder Subscribe klicken. Und nächste Woche Sonntag sehen wir uns wieder hier mit einer neuen Lesung. Dann geht es darum, dass es immer weitergeht, auch wenn es mal nicht so läuft, dass wir immer wieder aufstehen, auch wenn wir mal fallen. Diese Lesung findet dann nächsten Sonntag ausnahmsweise mal 16 Uhr statt 18 Uhr. Also nächste Woche Sonntag am 17. Mai um 17 Uhr sehen wir uns wieder hier auf meinem YouTube-Kanal. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und denkt positiv. Viele Grüße von Kilian, dem kleinen Kuhkönig, und meiner Wenigkeit, euer Mario Mietich.